Okay, die sehen ein bisschen albern aus. Sie zerstören unsere Gebäude. Okay, geht das jetzt ja, ne? Splodge. Das hat aber massiv Schaden gemacht jetzt hier. Das sollte kein Problem sein. Ich hoffe mal, die sind jetzt gut, ne? Ich hoffe mal. Die G-Rolle ist aber rein kostentechnisch noch mal ein bisschen besser. Ich hau da noch mal ein paar G-Rollen jetzt hier. Heißen die G-Rollen? Ja. Die kriegen noch mal ein bisschen mehr Nahkampfangriffsstärke. Ah, der Gruppenbonus ist natürlich nett. Der Hordenbonus. Oder Herdenbonus. Hordenbonus für die Horde und so. Für die Herde. Ich bin bereit. Kein Problem. Für die Herde ist dann eher so ein Ausruf, wenn man in einem Küchenfachgeschäft ist, ne? Für die Herde. Ja, was mit den Kühlschränken? Na gut, die auch. Da ist ein Panther. Und jetzt? Panther. Das hat Hand und Fuß. An die Panda. Arbeit. Güte, alte Panda. Weil wenn man Panther schlabberig ausspricht, wird tatsächlich ein Panda draus. Und das ist was anderes. Sehr anders. Der Panther ist eins der geheimnisvollsten Mitglieder der Katzenfamilie. Charakteristisch für ihn ist das schwarze, ungefleckte Fell. Als enger Verwandter des Leoparden ist der Panther eine kostengünstige Katze auf niedriger Entwicklungsstufe. In vielerlei Hinsicht dem Berglöwen ähnlich, verfügt der Panther über leicht überlegene Eigenschaften und ist deshalb eine gute Alternative, um die Eigenschaften ihrer Kreatur ohne große zusätzliche Rohstoffkosten zu verbessern. Fantastisch. Gute Arbeit, Boss. Ja. Fantastisch. Zu Ihren Diensten. Okay. Was gibt's denn noch alles? Was war das? Schimpansen? Habe ich die? Nee, habe ich nicht. Gorilla? Krokodil. Oh, das klingt gut. Krokodil klingt spontan böse. Da bin ich spontan dafür. Die Eule ist wirklich billig, ne? Im Vergleich. Die Kreaturen werden angegriffen. Ich bin fasziniert. Was ist hier? Ach da, was? Ah, oh, das ist ein Schimpanse. Und jetzt? An die Arbeit. Glaube ich, ein Schimpans. Wird sofort erledigt. Da ist er. Schimpanse. Ich bin bereit. Kein Problem. Man nennt ihn auch Donkey Kong. Ah ne, doch, das ist einer. Schimpansen zählen zu den intelligentesten bekannten Primaten. Ihre Intelligenz befähigt sie, den Umgang mit einfachen Werkzeugen zu erlernen. Daher auch ihre Fähigkeit, Felsbrocken zu schleudern. Oh. Der Schimpanse kann Felsbrocken über große Entfernungen werfen. Diese zerbersten beim Aufprall, sodass Splitter in alle Richtungen fliegen. Diese Bruchstücke schädigen alles im Umkreis des Aufpralls. Wenn durch Kombination eine größere Schimpanse entsteht, so ist diese Kreatur natürlich in der Lage, größere Felsen noch weiter zu schleudern. In freier Wildbahn neigt ein Schimpanse immer dazu, mit Artgenossen Horden zu bilden. Dies gilt auch für Kombinationen, denn Gruppen von vier oder mehr Kreaturen desselben Typs sind stets effektiver. Ziel erreicht. Okay. Gute Arbeit, Boss. Die haben ja richtig zu ihren dann Diensten. Strategisch okay. Wichtige Eigenschaften, ne, die man vielleicht dann zu seinem Vorteil nutzt. Oder nicht nur vielleicht. Hoffentlich. Vielleicht hoffentlich. Ich kümmere mich sofort darum. Das wird noch umständlich hier, glaube ich. Befürchte ich mal. Aerotank, ja. Yeah. Heilige Machen wir da einen direkt neben. Und jetzt? Okay, ich brauche auf jeden Fall mehr Ressourcen. Deswegen, ich würde gerne mal so ein paar Dinger hier basteln und hinbauen. Die Kreaturen werden angegriffen. Ihr Gebäude ist fertig. Bergschwäne? Na, Bergschwäne sind echt nicht billig. Warum baue ich die? Wahrscheinlich, weil die Fernkampf machen, ne? Die Kreaturen werden angegriffen. Wo denn? Ach, was rennt ihr auch vor? Warum rennt ihr vor? Weil die getriggert wurden, ne? Uncool, sehr uncool. Sehr ungeil. Ich wollte eine größere Armee haben jetzt hier, damit ich da überhaupt mal was reißen kann. Ohne das wird es schwierig. Ich speichere mal. Elbe 8. So. Ich bin bereit. Und das war hier nochmal ein bisschen was raushauen. Geschwindigkeit. Machen wir die Stärke. Müsste eigentlich alles ein bisschen gemacht werden. Schneeleon. Ich bin mir nur nicht sicher, ob die Dinger wirklich toll sind. Die sind halt durchaus teuer.
Die sind ziemlich teuer. Das Fliegen macht's halt teuer, ne? Wenn die können auch gerne auf dem Boden bleiben, dann muss ich ja nicht mal eine Eule haben. Sondern. Wie wär's? Wo eine Libelle wäre auch okay, ne? Sieht zum Glück nicht bescheuert aus. Machen wir doch keine Libelle. Lemming? Außer süß. Panther. Naja, ich will ja an sich Fernkampf Schaden machen quasi, ne? Steinartillerie, nein. Ich hätte gern aus der Entfernung ein bisschen was. Stinkt hier, ja, Zebra. Ich weiß doch auch nicht, was ich da hier haben möchte. Giraffe. Das ist total hübsch. Tarnung ist mir einigermaßen egal, muss ich sagen. Tritt bis Zungenangriff. Ich hätte gerne einen Zungenangriff. Mit ordentlich. Mit ordentlich. Machen wir die Tarnung da auch rein. Glaube ich ziemlich egal, was da genau wie passiert. Das sieht bescheuert aus. Das erhöht die Geschwindigkeit massiv. Ha. Ah, die Tarnung macht's. Wenn ich die rausnehme, macht's das deutlich billiger. Okay. Okay. Es sieht zwar bescheuert aus, aber ich mach das mal so. Schnee. Vor allem ist jetzt überhaupt nichts mehr mit Schnee. Vor allem ist es überhaupt nichts Fliegendes mehr. Das ist der tolle Teil dabei. Hier fliegt jetzt genau gar nichts, außer einiges in die Luft. Die Entwicklung ist abgeschlossen. Aber da in erster Linie das Portemonnaie. Entwicklung abgeschlossen, fantastisch. Geschwindigkeit. Fernangriffschaden. Machen wir Fernangriffschaden. Rex Chance zu Ihren Diensten. Ja, yeah, Mr. Rex. Fertig. Gehen Sie mal weg hier. Kein Problem. Ja? Lust auf euch. Ich habe halt hier wenig Ressourcen, fertig, ne? Boss. Ich muss langsam wirklich was reißen hier. Vor allem das Chamäleon, der Schneeleon ist fertig mit entwickeln. Bringt in dem Sinne auch nicht so wirklich viel, weil das, also zumindest die Tarnfunktion bringt nicht so wirklich viel. Weil, naja. Hier sind andere Gegner, andere Einheiten irgendwie entdeckt werden, die sowieso mal so blöd betrachtet. Die sind halt nicht erstes Ziel dann an der Stelle. Das ist so der Unterschied. Okay, ich greife einfach mal an. Mal gucken, was passiert. Die dürften gerne alle sehr viel schneller sein. Da ist die Geschwindigkeit mal ein bisschen hoch. Bitte alle von unten. Ich würde gerne... Ich würde gerne das hier jetzt beseitigen. Den Turm da. Und natürlich eventuelle Tiere, aber das kommt gleich. Die gewünschte Entwicklung ist abgeschlossen. Da waren noch getarnte Viecher. Kreaturen werden angegriffen. Klappen wir uns hier erstmal durch. Die Kreaturen werden angegriffen. Ich müsste eigentlich von den Türmen halt weg. Machen wir das total Micromanagement. Die Kombination, die jetzt blöd ist. Alles gemeinsam hier jetzt zu viel Schaden macht. Die Kreaturen werden angegriffen. Das heißt, die dürfen nochmal zurück hier. Und. Die Verluste sind wirklich herbe hier. Das ist übel. Das ist äußerst übel. Von meiner Seite aus hier. Das ist wirklich hart. Die Türme machen halt echt eine Menge Schaden. Die sind nicht. Also die darf man nicht unterschätzen. Aber die Reichweite ist jetzt durch die Giraffenhälse, durch die Höhe sehr, sehr groß. Das ist gut. Das ist natürlich nett. Ich habe nur zu wenig Kämpfer hier. Zu wenig Nahkämpfer. Weil sie sich immer triggern lassen. Hier, möchtest du die Haltung halt verändern? Dass die halt sich nicht ziehen lassen.
Territoriale Einheiten verfolgen den Feind nur bis nur ein Stück, kurzes Stück und kehren dann zu ihren Ausgangspositionen zurück. Machen wir das. Machen wir das hier rein. Dass sie da sich nicht ziehen lassen quasi. Okay. Ich weiß nicht, ob die Eulen wirklich toll sind. Keine Ahnung. Na komm. Das bisschen Zeug. Okay. Entwickelt alle Abwehrtürme weiter. Luftabwehrtürme fügen Flugeinheiten nun mehr Schaden in der gleichen Zeit zu. Schallwerfertürme können zwei Ziele gleichzeitig beschießen. Machen wir das gleich. Oder später. Schuhu. Mach ich erstmal nochmal ein Upgrade für die Gieräulen. Was sind jetzt meine neuen Stars hier? Was sind denn beides giraffenbasierte Tiere, ne? Was ein bisschen komisch klingt, wenn man es so ausspricht. Pasch bei jenen noch an. Ich meine, ich könnte im Prinzip Einheiten basteln, die sehr viel mehr auf Elektrizität kosten gehen. Wobei das dann eher für Fähigkeiten ist, ne? Die Elektrizität, was sie da haben. Ah, ich habe doch immer hier einen Bergschwein dabei. Ich würde mich wundern, warum hier unten eine Stachelsalve aktivierbar ist. Weil sie halt noch dabei ist. Sehr simpel betrachtet. So, ist die hier fertig? Nein. Geschwindigkeit, machen wir das auch noch. Wenn das denn geht. Dass wir damit entsprechend schnell zum Ziel kommen. Allgemein müsste ich bei den Upgrades mal ein bisschen intensiver dabei sein. Nennen wir es mal so. Das bringt halt eine ganze Menge. Und das sollte eine ganze Menge bringen. Gleiche Menge Einheiten mit besseren Eigenschaften ist nicht schlecht. Die gewünschte Entwicklung ist abgeschlossen. Ich überlege gerade ab, wann ich das hier machen sollte. Wahrscheinlich sollte ich insgesamt ein bisschen mehr noch haben. Fernkampf haben wir jetzt einen Teil. Wobei die jetzt halt echt eine Menge Fernkampf machen, ne? Das ist nicht schlecht. Schneeleon. Nahkampfangriff ist mir gerade mal recht egal. Die haben einigermaßen viele Lebenspunkte. Der Kohlehaufen ist abgetragen. Das ist das Problem. Ich darf jetzt nichts Neues mehr bauen. Quasi. Ohne jetzt hiermit anzufangen. Fertig mit entwickeln. Geh ich jetzt mal mit allen hier hin? Vielleicht doch nicht. Wie kann er so viel Schaden machen? 12. Gut, ich mach 14 Schaden. Okay. Dann sind hier wahrscheinlich noch versteckte Gegner. Nee. Die Kreaturen werden angegriffen. Da, auf den Turm. Was sind denn Luftabwehrtürme? Ne? Die machen ja für uns eigentlich nichts. In der Form. Schon gut, dass wir hier zu Fuß sind. Wobei, der Schallturm ist auch ein bisschen störend. Aber zumindest kann ich da unten schon mal so ein entsprechendes Lager bauen. Jetzt schon mal. Fertig, Boss. So, Kollege. In Ordnung. Du machst ein Lager. Genau, okay. Dahin. Das ist noch so ein Schallturm. Die Kreaturen werden angegriffen. Kommen die da überhaupt hin? Nö. Dann dürften die sich mal um die anderen kümmern hier. Halt! Da. Ach, der macht den ganz gut Schrott. Das geht schon. Das geht. Sieht so aus, als hätten wir das Hornissennest gefunden. Yay. Innerhalb des Kraters muss ein Landeplatz sein. Aber in diesen Vulkan hineinzukommen, wird bestimmt kein Zuckerschlecken. Das stimmt. Sieht aus wie eine natürliche Festung. Wir müssen die schwächste Stelle finden und dann dort durchbrechen. Haben Sie solche Taktiken auf der Journalistenschule gelernt? Hör zu. Wir müssen an einen dieser Gyrokopter kommen. Dadurch verschaffen wir uns einen riesigen strategischen Vorteil. Passen Sie auf, dass Sie beim Honignaschen nicht gestochen werden. Es gibt neue Ziele, Boss. Okay, das heißt, wenn wir uns einen neuen Kohleplatz hier... Und die pissen sich gerade so ein bisschen an, gegenseitig. Aber das können wir schon verteidigen von hier aus, das ist gut. Das ist schön eng. Das, was die anderen hier quasi gemacht haben, machen wir jetzt nochmal selber. Das ist gut.
Okay, und die dürfen auch noch direkt einen weiteren, weiteres Plätzchen bauen. Hier hinten, wenn es denn geht, wenn sie genug Geld haben. Ja, ah, im Moment geht's. Ach ne, das ist doch hier, das ist doch... Ich geh nochmal zurück, ich brauche mehr Fernkampf. So. Fantastisch. Aber es entwickelt sich. Hallo. Hi. Schon mal gut. Das passt sogar, fantastisch. Die machen das, ne? Okay, das heißt, ich hätte gerne noch mal ein paar mehr Gehilfen. Hm? Ich kümmere mich sofort darum. Sie kann natürlich auch mal ein bisschen was machen, aber nee, nachher ist sie noch nützlich. Das geht ja nicht. Ja? Das sollte kein Problem sein. Nee, nee. Es wäre äußerst schön, wenn man andere Figuren heilen könnte. Das wäre toll. Die haben 57 Lebenspunkte. Das ist nicht so wahnsinnig viel. Die machen jetzt 14 Schaden, die Schneemelions. Schneelions. Immerhin. Ah, die sind... Na, teuer genug sind sie trotzdem. Sind trotzdem teuer. Also es ist... Ja. Geschenkt sind sie zumindest nicht. Aber wenn ich da genügend viele von habe, die haben halt eine echt gute Reichweite. Das ist schön. Die haben eine echt gute Reichweite. Da können wir da schon ein bisschen was mit reißen. Ja, das ist der andere Turm nur von oben. Deswegen wollte ich dann noch nicht mehr, wollte ich dann noch nicht hin, weil ich noch nicht genug habe. Da ist ein Krokodil. Ho! Das machen wir dann gleich. So. Splotch. Sie sind der Boss. Gehen wir da mal hin. Ich wollte erstmal ein bisschen mehr Fernkampf haben, weil je mehr Einheiten ich selber habe, desto weniger sind auch meine Verluste, weil ich den Gegner schneller ausschalten kann und der dadurch auf die Zeit weniger Schaden machen kann. Fantastisch. Beseitigen Sie alle feindlichen Kreaturen und Konstruktionen im Inneren des Vulkans. Das ist sehr kreativ. Äußerst kreativ als Aufgabe. Aber... Was kann ich für Sie tun? Man versteht, was gemeint ist. Nahkampf, nein. Geschwindigkeit, ja. Machen wir Verteidigungsstärke ein bisschen hoch. Ich habe 11.000. Oh, viel. Das verbrauche ich nie wieder. Hallo. Gehe ich mal ganz stark von aus, dass ich das nicht wieder loswerde. In ernsthafter Form. Ja, das sollte kein Problem sein. Dass wir da immer, also dass zumindest keine Knappheit entsteht. Sie sind der Boss. So. Auch noch welche dazu. So. Aber man merkt, wenn man ein bisschen mit den Einheiten in Kombination rumspielt, dann wenn die eine Sache nicht gut funktioniert, kann die andere vielleicht umso besser funktionieren. Da müsste man halt wirklich nochmal, oder wahrscheinlich, wenn man das Spiel lang genug und oft genug gespielt hat und oft genug herumprobiert hat, hat man wahrscheinlich irgendwann dann so Favoriten, welche gut funktionieren, welche nicht sind. Dass man da dann herausfindet, was wirklich toll für einen ist und was nicht. Gehe ich mal ganz stark von aus, dass man einfach mal mit den verschiedenen Sachen dann gut klarkommt, gute Erfahrungen gemacht hat. Das Krokodil ist sogar hier direkt. Das heißt, ich kann das direkt mal abgreifen hier. Wenn mich das nicht angreift, das wäre mal ganz schön. Glaube ich aber im Moment nicht. Bisher hat uns noch kein nicht-gegnerisches Wesen angegriffen. Ah, das Krokodil ist eine der größten noch lebenden Reptilienarten, die in tropischen und subtropischen Gebieten zu Hause ist. Bei einem Maul, das pro Kiefer 30 bis 40 Zähne aufweist, reicht eigentlich schon die Zerstörungskraft des Bisses. Nehmen Sie die panzerähnliche, aus Knochenplatten bestehende Haut hinzu und Sie erhalten ein außergewöhnlich gut angepasstes Raubtier. Das Krokodil zählt darüber hinaus zu den Amphibien und obwohl es sich am Land nicht ganz so schnell bewegt, erreicht es im Wasser erstaunliche Geschwindigkeiten. Ziel erreicht. Gute Arbeit. Na, kann man auch was lernen hier. Die Kreaturen werden angegriffen. So. Doch, die sind gut hier. Auch gegen Gebäude. Wobei die Menge halt das wahrscheinlich auch macht gerade. Der Chamäleone. Aber wenn man jetzt noch ein Kamel hat, dann kann man wirklich einen Chamäleon machen. Das ist ja praktisch. Vielleicht gibt es sie noch. Kreaturen werden angegriffen. Keine Ahnung, was es hier alles für Tiere noch geben wird.
Ich werde mich nochmal ein bisschen zurückziehen hier. Die haben ein bisschen viele Tiere gerade mal hier. Ein bisschen viele, viele Einheiten. Wobei, haben sie wirklich viele? Die Kreaturen, sie haben mehr als ich. Das ist schon mal eine Ansage. Aber die halten auch weniger aus als meine hier. Die halten insgesamt doch weniger aus. Die Kreaturen werden angegriffen. Machen wir von den Ochsen hier so ein paar, von dem Moschuster. Oh, die Kamele sind toll. Die Schnee-Elione. Die Kreaturen werden angegriffen. Die komplett falsch benannt sind. Die sind gut, die sind gut. Sind echt gut. Aber die Reichweite, denn man sieht's ja. Das ist schon gut. Das ist schon echt gut. Splotch. Ich glaube, die behalte ich. Oder ich muss mir noch ein bisschen schauen, wie ich die noch verfeinern wollte und könnte. Fertig, Boss. Was man da noch mitmachen könnte. Okay. Ah, die haben jetzt wenigstens einen Gruppenbonus. Und ich muss mich ein bisschen zurückhalten, dass ich jetzt nicht zu weit nach vorne renne, weil das bringt es dann auch nicht. Absolut nicht. Ich brauche hier oben Türme, glaube ich. Das heißt... Rex Chance zu Ihren Diensten. Rex Chance, ja. Yo. Sofort. Das heißt, sie darf jetzt mal anfangen, Türme zu bauen. Es können zwar andere auch. Heilige Wissenschaft. Vielleicht machen die das auch sogar. Dass er auch nochmal so einen Turm baut. In Ordnung. Ja. Und dann mache ich auch hier das Upgrade, dass sie stärker sind und mehrere Sachen gleichzeitig machen können. Die Kreaturen werden angegriffen. Sichtradius? Ne, Geschwindigkeit. Machen wir die Geschwindigkeit höher. Vom Chameleon. Und an dieser Stelle mache ich eine kleine Aufnahmepause. Das heißt, wir sehen uns beim nächsten Mal dann wieder bei Impossible Creatures. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Eines von diesen Dingen verfolgt mich.